Ta-ta-ta-ta. Keine Warnung hier vom Drei-Wetter-Taft. Schöner ist es, wir haben es hier alle wieder geschafft. Zur Aussendung der Abstauber 2015 Treffpunkt Sonne. Alle hocken da von Musik bis zum Donne. Mit dem Narrenmarsch zur Eröffnung will die Musik euch in Stimmung bringen. Dürfen ab heute Jutzke und voller Inbrunst auch dennoch singen. Narrenbindel dürfen wir jetzt im Haus aufhängen und den Kühlschrank mit Sekt und Bier auffüllen. Es Uhr oder andere Narrenlaufle findet ab heute seinen Platz. Bringt Fasselstimmung, hätten Wert und it für die Katz. So grüße ich euch gestern hin, auch unsere Abstauberdinos. Die zwar Donne mit Fafa hört, wir feiern gern die Tradition heute sofort. Nicht zum Vergessen, unsere Musik heute beim Abstauben und die ganz Fasnet bis zum Vergraben. Zieh mal Zylinder zum Dankeschön sagen. So sind immer da, spielt auch bei Sonne und bei Schnee. Ihr seid halt alle unsere Gäste. Wer ich heute Abstaubermutter und so der Abstaubernachwuchs in Fasnets Welt ausdrucken, komm grad vom Narrengynäkologe, nach dem sei Ergebnis, muss ich dumm gucken. Herzlichen Glückwunsch und sage mit seinem Finger auf meinen Frack, es kommt Abstaubernachwuchs, gleich im Doppelpack. Voller Freude hätt's mir mein Plazenta verrissen, zwei neue Abstauber in Fasnetzwelten ausgeschmissen. Der erste kommt mit vollem Elan. Der grüße mit Majutzker, der Kolojan. Der zweite halt immer etwas Sport, fast schon aus Tradition. Der Braunreiner als Abstauber Reinkarnation. So sind wir jetzt ein toller großer Haufen und sorgen uns auch so nach außen. Guckt is an! Abstauber wie aus dem Bilderbuch, gut aussehen, schlagfertig, rank und schlank. Keine Tonne wie die Kabis und voll wie ein Schwarzwurstschrank. Unser Gastgeschenk beim 100-Jährigen war ein riesiger Seitenspeck. Den haben sie im Ofenstand gefressen, den passen nicht einmal mehr ihren Freck. Auch bei den Resten haben die Männer ein Bauchnabel geschmiert. Zum in den Gaul reinkommen braucht schon ein Seitentier. Jetzt kommt noch der Clou. Zum Lachen musst du die Hebe einmal glänzen. Hätte das Kabelsressle noch bald ein Seitenständer. Sind das Kerle mancher ein Riese drum? Ein Jutzker von Gölzdorf, ich hab es, ich bin der Badam nun. Das Abstauben ist viel Geschäft. Muss man lehren, braucht was in der Birne. Heute kriegt der Kai Wenger seinen Gesellenbrief als Abstauber mit Herz und Hirn. Die Lehrzeit ist ab heute vorbei, kehrst jetzt zu der Alten und darfst voller Stolz dein Gesellenbrief in der Hand heute halten. Sei Vorbild und zeig deinen jungen Kollegen, wie man das richtig macht. So hat es Hand und Fuß und ist eine gescheite Sache. Komm her. Wenn ich etwas tun soll, schau. Ja. Der Gesellenbrief trägt folgender Wortlaut. Abstauber Gesellenbrief von Kai Wenger, wohnhaft in Rottweil. Herr Wenger wurde am 6.1.2015 gemäß den Abstauberverprüfungsrichtlinien auf folgende Qualifikationen geprüft. Scheißdreck schwätzen, sicherer Umgang mit den Bürsten, Narrenkleiderkunde, Staubemissionsgrundlage, Glocker-Schütteltechnik, Verbalumgang mit den abzustaubenden Larven, Alkoholkunde, sicheres Auftreten ab 1,8 Promille, Selbstverteidigung gegen Altstädter Abstauber, Magenkontrolle durch meditatives Kauen,
Klöster, sittigste Heimwege bei Dunkelheit, Ausrede gegenüber dem Arbeitgeber. Herr Wenger hat alle Prüfungskriterien gemäß § 0815 mit Erfolg abgelegt. Mit Huhuhu, der Abstau vom Prüfungsausschuss Ingo Kern, Klöster, den 6.1.2015. Und auch Uwe, ne? Halt sie in Ehre, gell? Bald beobachte. Sind die echt los in die Narrenwelt? Die Leute wartet auf euch mit vollbestelltem Feld. Don't Ernte, mache dabei nichts zunichte, denn die Frauen danken euch mit ihrem Korb voller Früchte. Lockt Bananen dinner unterm Bauchnabel das Horn, sonst zum Schluss geizt nur eine auf Born. Ja, eben. Konzentriert euch lieber auf Kleidle im Narrenschrank, nach getaner Arbeit dann zum Dank, Apps zum Trinken und noch was zwischen die Kiemen. Die zu beabstaubenden könnt euch sicher gut bedienen. Saget auch, wie ihr Narr ist rät anzogen, mit schwarzen Schuhen, weißes Hemd mit Hätschen, Bigelte Fullarts, die gehen da keine Ruhe. Spiegelputze, am Kopfstuck Bändel nicht verknittert. Nur in die Laufe gucken, ob dir ist innen nicht verwittert. Denn die Laufe ist aus Holz und kehrt auf den Kopf. Nicht, dass sie innen aussieht, gerade wie ein alter Schopf. Gucken auch noch am Abi seinem Schandle. Der macht dem ganz schön zum Schaffen. Der, wo drunter ist, tut dämäse, schräg in die Welt rein gaffen. Hast du schon Bilder gesehen von denen zwei Gesichter? Laufen, guckt etwas hässer. Auch Erika sagt, lass das Ganze an deiner gefällst mir somit besser. Komm auch nun zum Kernerrestle. Es hat jetzt schon pausiert. Noch ein kleiner Tipp. Es steht nicht mit oben in der Stube, sondern drinnen in der Spätzlefabrik. Beim Trinken kann ich euch ein Info erzählen. Es geht halt so viel neu, wie neu kann wollen. Auch euch Wurzlein, Maria und Uwe, müssen wir uns bedanken. Heute Abend kommen wir wieder zum Tanken. Es kann eher nach der 8. sein. Ich höre der Uwe schon. Schubst du da, schubst du da. Auch ihr Musiker, lasst mir mal krachen. Spielt euch die Lippenmund. Die Phase 2015 fängt an, dann das im Ort heute kommt. Und auch Jutzger, das ist der letzte Triller, heute hat vernommen. Phase ist da, ab heute im Kommen. Wir rufen ihr Leid und sind auch gescheit und Narren, wenn es Narren geht. Jetzt ist Rett, dass wir was zum Essen kriegen. Das ist ja gerade Rett. Milchschokolade. Das sieht aber immer aus wie Brutelsuppe. Das ist auch Brutelsuppe. Ich habe halbe Portion. Mir fällt nichts mehr ein. Grüß Gott, ihr närrischen Leute, seid froh. Endlich ist soweit die lang ersehnte 5. Jahreszeit. Endlich vorbei ist die triste, nicht phasenliche, eigentlich vom Boden kehrende Zeit. Drum sind wir zwei in der Fracht gesprungen, das Käferli haben wir gepackt und ab sind wir in die Sonne.
von der Musik empfangen, da wollte mir abstauben auch nicht mitlegen. Ich leite dir nachher teil vom ersten Jutzke, vom ersten Glipfen. Lassen wir uns noch nach und nach vom Kernle Ingo auf die Straße aussetzen. So, Abstauber, Kamerad, jetzt gehen wir dran. Da war auf Arbeit. Fangt mit dem Limpli an. Ja, da haben wir schon zwei Limpli. Ne? Putzt genau euer zweites Gesicht, dass der Narr auch etwas sieht. Schüttelt eure Glocken aus, dass beim Sprung auch kommt ein schöner Fenster raus. Spiegele putzen, voll anbiegeln, wir gucken nach allem. Wenn wir es müssen, tun wir auch die Hebel streicheln. Steht in Glamour dahin, wir müssen normal jetzt etwas trinken um die Zeit, aber jetzt fahren wir weiter. Jetzt fahren wir erstmal. Ja, in Glamour, je nachdem, weil man muss ein wenig flexibel sein. Ja, genau. Ja. Wenn wir das und alles tun, noch kann die Phase nicht kommen. Ist eine Hochzeit, tun wir noch danach wieder ins Käferle näher rum. Trinket bei euch noch einen vergorenen Traubensaft, weil die Abstauberei, die kostet auch einen Haufen Kraft. Jetzt geben wir euch noch ein paar Sachen kund. Am 16. Februar, da geht's rund. Kommt auch in die Halle rein, aber denkt dran, es könnte die letzte der Alte sein. Sagt der alte Schiede, wie man schon so oft hat, eine schöne Fasnet drin drüber. Und ja, der Fasnetzmete geht vergessen, da wären wir närrische alle wie besessen. Aber ganz stattnapp mit bedacht, aber jutzget, das ist kracht, so dass jeder hat an der Straße, auf Freude euch, riesengroß. Jetzt hören wir langsam auf mit dem geschulten Geschwätz. Jetzt trinken wir nachher ein Gläschen, weil das ist Abstaubungssitz. Drum auf ihr Leid und sind auch gescheit und nachher wird's nachher geil. Jetzt kommen wir. Das ist klar, ja, ne? Also, da, aber da brauchen wir einen großen Aufsatz, das war mal nicht fertig. Du musst da jetzt da hinten mal in den Mädel rumfahren, guck mal, wie die staubert. Ja, leck mich, jösch. Und ihr noch Staubsaugerbeitel da, weil ich glaube, der ist voll da. Ne? Also so kleine Umreise verschwinden. Aber eigentlich ist die Aufgabe mal da, ne? Der Abstauber, ja. Der Abstauber ist der Beste. Also, Kamerad, das hast du gut gemacht. Ich glaube, ich sag's voller Freude, es 2015 haben wir in Gölzdorf wieder ein Fasnet gegeben. Unsere Aufgaben sind da ganz genau definiert. Deshalb sage ich das völlig ungeniert. Wir kommen ja hier nach Haus mit Sack und Pack. Unser Schaffhaus besteht aus Zylinder und Frack. Denn an eurer Kleidle nagelt vom ganzen Jahr der Zahn der Zeit. Zudem sind wir jetzt da, dass das wird von dem befreit. Bevor da Duft und sich Viren und auch gefährliche Kabisschimmel bilden, kennen wir Mittel und Wege, um das völlig vertilgen. Unsere Präparate sind erprobt, die gar nicht neu, schon vom Alter. Werden wir mit Sicherheit für das den Nobelpreis erhalten. Aber mit dem allein ist noch gar nichts da und unser Fingerspitzengefühl ist verlasst. Wir schwören auf Trockenreinigung, das wird dabei gar nicht nass. Deshalb behalten wir auf unsere Arbeit eine lange Garantie. Natur pur und keine Verwertung. Doch dieses Jahr machen wir bei uns ein Guideline rum. Nehmen wir es etwas genauer, denn die 5 Wochen ist wieder der Narrensprung. Da kommen alle Narrenzimmer, man sieht, wer hat gute Abstauber im Haus. Eure Gladli, kehren mit Abstand zu den besten Gritten, da kennen wir es einfach aus. Bringen Sie jetzt her, nach Worten lassen wir Taten walten. Nach getaner Arbeit mir dann in Standby-Modus schaltet. Dann dünket uns noch ein Laben nass. Ach, woher? Schwätze ich wieder einen schwulen Scheißdreck daher? Wird Zeit, dass wir anfangen zum Schaffen. Kommt auf andere Gedanken. Wir euch bei uns tut schon bedanken. Wünschen der glückliche Fasnet 2015 im Jahre des Herrn. Der Brau und der Spätzlikern. So. Also, auf geht's. Auf geht's, ein Liga rüber. Auf Schaffe! Die alte Glocke kann jetzt das auch mitnehmen, gell?
Seine Jugend. Ja, das kommst du. Das ist schon recht so. Ändern wir zuerst mal wegen Sonnenfrei machen, dass der auch wieder ein paar gute Sprüche auf Lager hat. Wenn er dann noch etwas an der Straße stellen sieht. Was? Kann sie ja mal, es läuft auch ein grauser Tag, schwarzer Tag, dann kann sie nur streift die Kappe am schwarzen Tag hin. Ja. Kappe putzen und dann, sowieso. Ja, du hast noch halt so umgebracht. Nun muss man da das Wasser fliegen lassen. Ja. Wer zahlt? Ja, Narrenzund. Wer zahlt? Ja. Narrenzund. Und dann noch eine Narrenkarte mit der Ja, eben. Du machst jetzt auch den Umzug. Was sagst du? Man hat jetzt auch den Umzug. Ja, ja. Man zahlt eben viel mehr Geld für weniger Werk. Ja, so ist es, genau. Da sagst du, bezahlt Hilfe, Geld für weniger Werk. Das ist eigentlich nicht. Heilandsalat, dann ist Schluss. Ich habe schon Glück, ich war auf den ganzen Scheiß drin. Ja, weiter einer macht. Also, ja. Du hast die da. Nur mal noch nass. Da kannst du doch mit dir den Arm nicht aufheben. Ja. Dass der frische Luft kriegt. Ja. Ich glaube, der, der dann hat, der ist immer fleißig unterwegs. Gell? Der hat normal Luft genug. Ein paar Hunde, die sie ausführen muss, hat es geheißen. Noch halb sie. Die 14, die Mur sind ausführen, die 14 selber aus. Also, Kopf mit Ohren, das links und rechts. Opa, gib mir Opa her. Oh, super. Das ist ein Doktor. Alle folgt mir, alle folgen! Habt ihr Leute einen guten Tag? Achtet kurz her, was ich euch zu sagen habe. Wir zwei kommen heute in die Stube rein, um zu gucken, ob alles der Norm entspricht. Heide nein. Glocken putzen und Riemen zum Glänzen bringen, das ist unsere Pflicht. Auch die Larven müssen sein, einwandfrei. Weil sonst sieht man ja nicht bei deren Nagerei. Kasti. Sein Häs wird vom Staub befreit, dass alle hinten freit und noch kann beginnen, die 50 Jahreszeit. Damit man auch mal kennen, hocken, ne? Oh, Scheiße. So, jetzt gehen wir unsere Arbeit, ne? Damit man auch mal kennen, hocken, ne? Ein belegtes Wickli und ein Fläschchen Bier. Noch sind wir versorgt. Glaubt mir. Trinken wir es mal wieder. So, jetzt erzähle ich euch noch das Nächste. Dieser ist die Zunft ganz schön dreist. Ja. Der OB guckt symbolisch von seinem Turm herab. Da wird die Zeit beim Sprung auch U-Bacher knapp. Der Buckel ab und wieder Luff. Das ist ein Skandal, da hört's auf. Da juckt man um sein Fundament herum. Und kehrt noch wieder um. Ich hoffe, es langt die Zuschauerzahl, sonst wirkt der Sprung ganz schön kahl. Achso. Fehlst du? Nee. Super. Alt, oder? Ist der alt? Ja. Die jung? Das ist der jung. Der Wegeweiter ist nicht etwas wie, ähnlich wie Zahnstein. Echt? Ja. Aber ich kann mal. Ja.
Das sind nicht meine. Wahrscheinlich schmeckt es so wie das Aquarium. Guck mal. Das ist dann wieder warm. Es ist Biotop. Das hat mir einen Plex gedrückt. Da mache ich da rein. Kein Trinkwasser. Schön ist der. Fast die zu top, aber der Schöne hat es. Mit Ausschlag aber. Uwe, der damals machen jetzt im Du, Christina, eins muss man doch mal sagen, das hätte Narbenz so schon wegen biegen. Du, das ist mein Mann sein Job. Er hat nicht wirklich viele Jobs dahin, aber. Ich sogar das Pendel. So, wir zwei, wir sind jetzt go. Weil der Master macht Druck mit so. Dem geht's mal wieder jetzt schnell genug. Der ist halt nicht mehr die Jüngste. Der hat alle Welt gleich genug. Ich hoffe, wir haben euch keine zufriedenstellen. Die Kleidli glänzt im vollen Glanz. Da kann ich garantiert drauf gehen. Scheiße. Das reimt sich jetzt, gell? Irgendwie. Nein, wir hoffen, wir haben keine zufriedenstellen. Ich hoffe, wir haben euch keine zufriedenstellen. Das Beste haben wir gehen. Die gleiche glänzt im vollen Glanz. Da können wir garantiert drauf gehen. Entschuldigung, es ist schwer. Erst Haus, ich komme da schon hin. Narrenvolk, es ist soweit, der Beginn der 5. Jahreszeit. Drum sind wir in der Frack nie geschlupft, denn heute wird noch am Räte geguckt. Dann Gladle und Lauf abstauben, wir sind da Fachleiter fürs Glauben. Sind Musterknaben ohne Zunft, mit Verstand und auch Vernunft. Wenn's gestern fast nicht weiter treiben, denn dir soll hier auf ewig bleiben. Bevor sie der Stube gleich geht rund, dann mir euch noch ein paar Neuigkeiten kund. Nein, dabei ist nachher Freizeher, der Kolian geht bei uns in dem Stauber leer. Der Kerl ist kraus und auch in Grisse. Sie schneit lang her, hat er noch in die Hose geschissen. Hauptstraße ist fertig gerohrt. Ich hoffe, sie fangen nicht mehr an zu drecken. Schlaglöcher und Pinkel hat's. Vielleicht bleibt noch der Fasse zum Zug drin stecken. Stellt euch vor. Und von der Musik fliegt ne und Schändlichkeit drauf, ein Biss bleibt dran hängen, jetzt kommt der Geschell und es macht Puff. Und am Schluss kommt noch das Restle und das geht um. Jetzt geht's nicht mehr weiter und der Umzug wäre rum. Das wäre so gefahren. Auf dem Ballerfeld wird derzeit gebaut bei Sauwetter und Sturm von ThyssenKrupp der Ubacher Graus Aufzugsturm. Eiserne Stadträt und Schulters kommen nicht nach mit Festen, Essen und Schlucken und vergessen halt wie Elway nach der Ortszeit zu gucken. Ich hoffe, wenn die Rät mal auf dem Turm drüber hocken, fällt sie dann mal wieder ein. Da hinten, mir ist doch mal gestern und seit dumme fecke Hose sein. Unsere Turnhalle ist Gott sei Dank jetzt auf dem Werk und in der Spur. Der Bau wird halt kleiner, weil Stadträte sind stur. Die Halle ist graus genug, seit der OB Brust ganz cool. Man nimmt den Sparmeterstab vom Bürgermeister Werner Gul. Der wird gern bei der Ortsteil gewendet, dann wird auch ins Kraus. Dann kann man das Rottweiler Spritzenhaus prunkvoller bauen in Saus und Braus. Mein Vorschlag wäre, man darf jetzt das Passband nehmen vom Johnny vom Sportheimabbau. Das hat man hier vom FCG. Dann geht's ein Happy Kraus in. Ja, das wäre schön. So, Kameraden, jetzt kommen wir dran. Fangen mit dem Limple an. Putzen zuerst das zweite Gesicht, dass der Narr auch etwas sieht. Schüttelt dann eine Glocke aus, noch kund und guter Klang da raus. Guckt das ganze Gladle, dass keiner dort tadeln kann. Wir wünschen euch viel Spaß und Freude und Tage voller Seligkeit. Wuhuuu! 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 Wuhuuu!
Marlene, der ist schon ein bisschen fahrlässig. Ja. Marvin fahrlässig. Ja, muss ich das nicht von Katz kommen, oder wie? Ah. Was ist denn da? Ah, ich steh im kerligen Kit, letzte Marianne. Ja, mit der Hoberhund kommt Platz gehen weg, der Baustelle. Baustelle? Ah, da sieht man, da ist ein wenig Dreck drauf. Das hätte ein wenig Steinbiss da rum, zu euch, gell? Das ist keine Leine. Ja, das ist keine Leine. Das wäre die Polizei. Das ist wahr, danke schön. Ich meine, es kommt keiner dabei. Der hat eine grausige Frisur. Guck dir mal, wie da die Haare davon hängen. Ja, beim letzten Sturm, wo ich es getroffen habe, hat er eine Frisur verschüttelt. Komm mal helfen. Komm mal, komm mal. Das sind die, diese Bulle. Die sind in der Straße weiter davon. Mal goldig, gut. Goldig. Ja, das ist schön. Jawohl, jetzt ist gleich in der Schule. Da wollen wir den Zeh putzen. Und fein arbeiten wollen. Sagst du mal, den Kamerad, der ist ja schlecht. Machen wir dir ein Kleidchen sauber, gell? Oh, ah, da. Guck mal. Wegen mit der Zeh Problem. Das war schon nicht schock. Da. Der Hoffmann dazu sagen. Ah, war das der Sigi? Da ist der Mann, der in den Haus reingerinnt. Na gut, dem müssen wir noch ein wenig Zeit kriegen. Ja, ja. Ich hätte es mal erkennen, weil ich hätte. Noch ein wenig stimmt, ja. Ah. Da stinkt der wie noch aus der Gosche, da muss mal wegen etwas drauf. Ja, jetzt geht mal mal wegen Fuß geht, dass da wegen. Jetzt kannst du nachholen. Ich will nicht mehr hier. Und da verdrüben in der Kamni und wegen Strählen. Gell, wegen Strählen wird auch. Ich mal Luft mit dir machen. Da frisst es. Ja, leck, mir fällt das gar nicht im Tätschel. Die Mechanik tut auch noch. Ah, schon, ja. Das ist noch gerade. Der stinkt auch noch aus der Gosche, wenn sie gehen raus dem Hosenladen. Siege, guck jetzt an den Kind. Aber schon, schon will mal. Oh je. Oh je. Die hat schon einer Hand mitgemacht. Ich glaube ich auch. Oh ja, wo. Und schon waren die mal alles aufgeschrocken. Ja. Also die können wir auch noch sauber machen. Guck mal, was da für Bullen drin sind. Oh, wie das so da drin ist. Hoppe Wartung von der Drang. Wir wünschen euch für die nächste Zeit viel Lust und Freude, Glückseligkeit. Ja und? Ohne die! Ja, bitte. Guck mal. Ich bin das so schlimm, Daniel. Bin ich größer worden? Jetzt kann ich die Katarrenze auf, Karin!